trauriges Let's Dance aus. In der letzten Show, 24. März, bekamen Massimo Sinato und Sally Özcan die wenigsten Zuschaueranrufe. Doch vor allem Kandidatin Crescenzi Cavazzi zeigte sich geschockt über den Rauswurf. Let's Dance. Bitteres Aus für Massimo Sinato Sally Özcan. Dieses Let's Dance Aus kam für viele Zuschauer wohl doch unerwartet. Nachdem Massimo Sinato, 42, und Sally Özcan, 34, sowohl von der Jury als auch von den Zuschauern in den letzten Wochen viel Kritik eingestecken mussten, schien der Knoten in der letzten Live-Show, 24. März, endlich geplatzt zu sein. Für ihren Charleston bekamen sie sage und schreibe 22 Punkte, nach den Punktepleiten der letzten Shows ein Mega-Erfolg. Doch am Ende reichte es trotzdem nicht. Obwohl Ali Güngör-Müs, 46, und Christina Luft, 33, mit gerade einmal 15 Punkten auf dem letzten Platz landeten, wählten die Zuschauer das Duo weiter. Letztlich mussten Massimo Sinato und Sally Özcan zusammen mit Christian Polans, 44, und Sharon Battiste, 31, die nur magere 19 Punkte einheimsen konnten, ums Weiterkommen zittern. Und die Zuschauer hatten sich für letzteres Let's Dance Duo entschieden. Crescenzi Cavazzi weint bittere Tränen nach Rauswurf. Die Trauer über das frühzeitiges Aus war vor allem bei Sally Özcan riesig. Im Netz teilte sie emotionale Zeilen. Ich bin seit gestern Abend in einem richtigen Gefühlschaos. Ich bin so traurig darüber, dass meine Reise bei Let's Dance nun ein Ende nimmt. Ich bin aber auch dankbar dafür, dass ich die letzten Wochen so eine schöne Zeit hatte. Doch nicht nur Massimo Sinato und Sally oder aber die Zuschauer sind extrem traurig über das Let's Dance aus, sondern auch Crescenzi Cavazzi, 34. Für die GZSZ-Darstellerin scheint die 34-jährige Backfee hinter den Kulissen zu einer wichtigen Bezugsperson geworden zu sein, doch damit ist jetzt Schluss. Wie nah ihr das aus ihrer Freundin ging, erklärte sie nach der Show gegenüber RTL. Demnach sei sie nach Verkündung der Entscheidung in Tränen ausgebrochen. Sally war ab Tag 1 an meiner Seite. Ich habe wie ein Sechsjähriger geweint, weil ihre Freundin nicht mehr mit ihr spielen kann. Das tut mir echt richtig weh, so die 34-Jährige. Das können Crescenzi Cavazzi bestimmt einige Let's Dance-Fans nachempfinden. Doch nun wird Sally Özcan ihrer Freundin sicherlich die Daumen drücken und sie aus dem Publikum anfeuern. You guide me, babe. Have you ever sat there while two people were?